Na ihr Lieben, ihr wundert euch sicherlich, warum hinter uns nicht die wilden Messehallen mit 180.000 Ständen toben und wir überall LED-Screens haben um uns herum, die sagen, was die neuesten Neuerungen sind. Wir sind ja dieses Jahr tatsächlich als Medienvertreter hier und daher haben auch heute wir noch die Chance, an ganz, ganz vielen Pressekonferenzen teilzunehmen und vorab quasi zu sehen, was an den einzelnen Ständen zu sehen ist. Wir haben heute angefangen, uns Bosch anzugucken. Bosch hatte ich ehrlicherweise ein bisschen anders verortet, aber Bosch setzt ganz, ganz stark im Moment auf die ganzen Themen auch. Na, autonomes Fahren, alles fürs Cockpit, alles, was wir dort brauchen. Ganz, ganz viel auf das Thema, was wir jetzt schon in Bezug auf Daten gestern hatten, was wir heute haben im Thema auf Sicherheit. Was passiert eigentlich im Auto? Was passiert, wenn ich einschlafe? Also Facial Recognition im Auto und mein Auto sagt mir, hey, du bist gerade zu müde, du bist abgelenkt. Das Auto kann durch Kameras sehen, wer wo sitzt. Kann sogar gegebenenfalls, wenn das Auto das bietet, auch den Airbag so einstellen, je nachdem, ob ein Kind zum Beispiel vorne sitzt, wo wer was sich gerade im Auto aufhält. Also super spannend, wo Bosch dahin geht. Ganz, ganz viel im Bereich halt Auto, autonomes Fahren, elektronisches Fahren, klar, bei Bosch auch gedacht. Super spannend. Und danach sind wir zu Panasonic und haben uns Panasonic angeguckt, wo ich ehrlicherweise auch dachte, dass wir von Innovationen nur so erschlagen werden. Wir wurden aber als allererstes von Michael Phelps erschlagen, was auch kein Wunder ist, weil wir befinden uns ja im Jahr von 2020 und Tokio, den Olympischen Spielen. Und das heißt, dass Panasonic als ganz, ganz großer Anbieter da vorhanden ist und sich als allererstes das Team Panasonic gegründet hat. Was ist das? Es ist ein Team aus Sportlern, die berichten, wie sie sich jetzt auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Und sie hatten Michael Phelps auf der Bühne. Dann haben sie gezeigt Disney und ihre Kooperation mit Disney und den Disney Rides und deren Projektion dort. Und was haben sie gemacht? Sie hatten Stormtrooper, die Halle gestürmt hatten. Dann hatten sie noch elektronische Autos, wo sie ein mini kleines elektronisches Feuerwehrfahrzeug gemacht hat. Warum klinge ich gerade so ironisch? Das ist alles nicht wirklich neu gewesen. Viel Projektionstechnik, klar, die Olympischen Spiele, die großen Eröffnungsshows, die ihr seht, die Projektionstechnik dort, alles von Panasonic, die Rides, die ihr in diesen einzelnen Parks von Disney seht, alles Panasonic. Aber um ehrlich zu sein, war das so neu? Nee. Aber ganz neu für mich und eine neue Welt ist, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt zu Qualcomm, wo ich ganz doll auch meinen Kameramann brauche, um mir zu zeigen, was, wieso, warum, erkläre ich euch, nachdem ich die Pressekonferenz gesehen habe.